Session. Herzlich willkommen zur Übung Unternehmensrecht. Wen sehen Sie hier? Ja, Sie sehen zunächst Frau Murko und Herrn Pock, die jetzt gerade winken. Das sind meine Assistenten, die betraut sind mit der Übung und die auch für Sie in jeder Hinsicht Ansprechpartner sind. Wahrscheinlich haben Sie schon früher oder später mit den beiden Kontakt gehabt. Ich selbst bin Christo Mahle und ich leite diese Lehrveranstaltung aus Gründen, die schon hundertfach ad nauseam rekapituliert sind, machen wir diese Übung online. Das ist für mich etwas Neues und ich bitte Sie, mir da ein bisschen nachsichtig zu sein, dass ich mit diesem Format noch nicht vollständig vertraut bin. Das wird im Laufe der Veranstaltung vermutlich besser werden. Ich bin nämlich sonst kein YouTuber oder so. Ich habe früher mal eine Radiosendung gemacht, aber ja, okay, so viel dazu. Unternehmensrecht, meine Damen und Herren. Diese Übung im Unternehmensrecht ist von fundamentaler Bedeutung für Sie. Das sage ich nicht, weil ich sie halte oder weil ich im Unternehmensrecht bin oder irgendwas, sondern weil es einfach so ist. Wie kommt das? Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach, sollten Sie einen juristischen Beruf ergreifen, mit Unternehmensrecht in Berührung kommen. Das Unternehmensrecht ist unerbittlich, weil es keine Fehler verzeiht. Fehler im Unternehmensrecht führen zu ernsthaften Schäden, führen zu ernsthaften Versicherungshaftungsfällen, führen im Zweifel zum Lizenzverlust. Und dann war es das mit Anwaltei. Verstehen Sie? Ja, das heißt, je früher Sie das Unternehmensrecht wirklich von der Pike auf lernen und sich die erforderliche Präzision aneignen, desto besser für Sie. Und es ist deswegen auch gut, dass wir möglichst früh in Ihrem Studium damit beginnen. Und die Übung ist nun im Unternehmensrecht, in Ihrer unternehmensrechtlichen Gesamtausbildung ein integraler Bestandteil, weil sie dazu dient, Ihnen die Operationalisierung von erworbenem unternehmensrechtlichen Wissen in der konkreten Fallanwendung zu ermöglichen. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass das, was man auch gerne theoretische Wissen nennt, was Sie erwerben, insbesondere durch Vorlesungen, aber natürlich vor allem auch durch Ihr Selbststudium, dass dieses Wissen, wenn es nur für sich bleibt und nicht im Fall angewendet wird, dann bleibt es tot und Sie werden sehr schnell merken, dass das sich erinnern an eine Randziffer aus dem Krejci oder aus dem Artmann Rüffler, dass dieses Erinnern an eine Randziffer Ihnen sehr wenig bringt, weil die konkrete Gestaltung des Einzelfalls nach einer fallspezifischen Argumentation und Subsumption verlangt. Ja? Und diese Technik der Subsumption, das ist eine eigene Fertigkeit. Sie können sich das vorstellen wie Dolmetschen. Wenn Sie Dolmetschen von der Sprache A in die Sprache B, nehmen Sie an, Deutsch in Englisch, dann können Sie, selbst wenn Sie beide Sprachen perfekt beherrschen, immer noch ein schlechter Dolmetscher sein, weil das Vermitteln von der einen Sprache in die andere eine eigene Disziplin ist. Und so ist das in der Fallanwendung, so ähnlich ist es in der Fallanwendung auch. Also das Anwenden theoretischen Wissens, ohne dieses theoretische Wissen geht es nicht, aber es ist alleine nicht hinreichend. Das heißt, das, was wir versuchen, und den nennen wir auch Subsumption. Was bedeutet Subsumption? Es wird etwas, das eine wird unter das andere gepackt. Es gibt, wie wir sagen, einen Obersatz, der ist, wenn Sie wollen, theoretisch, der betrifft einen Rechtssatz, also nehmen Sie eine Anspruchsgrundlage, A könnte gegen B einen Anspruch auf Zahlung von 2000 Euro aus und dann geben Sie eine Anspruchsgrundlage an, das wäre ein Obersatz und dann müssen Sie den Sachverhalt darunter packen und Sie müssen versuchen zu zeigen, dass der Sachverhalt, den Sie vor sich haben, dem entspricht, was Sie in einer Norm finden. Ja? Und dieser Vorgang, den nennen wir Subsumption. Ja? Sub, Sumba?
Ich glaube schon. Unter etwas fassen. Ja? Etwas unter etwas fassen. Schön. Nun, so viel einleitend. Wir haben uns jetzt das Format wie folgt gedacht. Ich kann natürlich Sie leider, das hätte ich am liebsten, deswegen finde ich ja persönliche Vorlesungen und Übungen so gut. Ich kann Sie leider nicht persönlich zu Wort kommen lassen. Sie werden im Laufe der Veranstaltung bestimmt zwischendurch mal eine Frage haben. Sie denken, Mann, wie geht das nochmal? Was soll das jetzt? Hä? Da würden Sie sonst aufzeigen und sagen, Herr Thomalle, was haben Sie denn da gesagt? Das geht hier so nicht. Was Sie aber machen können, ist, Sie können, und wir versuchen, das im Auge zu behalten, das machen insbesondere auch Frau Murke und Herr Pock, Sie können uns schreiben und sagen, stopp, was geht hier eigentlich? Also verstehen Sie, was ich meine? Also ein bisschen, wir können natürlich versuchen, ein bisschen konstruktiver, informativer zu sein mit Ihren Einwürfen. Also ich bitte Sie da sozusagen ein bisschen die allgemeinen Regeln des Anstands natürlich zu wahren. Aber uns wäre schön, wenn wir über diesen schriftlichen Weg ein Minimum an Interaktion herstellen könnten. Normalerweise würde ich Sie auch aufrufen. Ich bin sicher, das fehlt Ihnen. Ich bin sicher, Sie würden sehr gerne, also erfahrungsgemäß werden Studierende sehr gerne kalt aufgerufen. Das machen wir hier leider nicht. Also das Beste entgeht Ihnen. Aber Sie können sich sozusagen selbst eigeninitiativ einbringen. Und ich bitte Sie einfach genau das zu tun. Wie ist die weitere Struktur unserer Übung angelegt? Wir haben uns überlegt, in den 6 Sitzungen, die wir haben, dass wir einerseits Ihnen das, was ich gerade beschrieben habe, Falllösungstechnik beibringen, also die Übersetzung theoretischen Wissens in die praktische Fallanwendung. Das nächste Element, was wir versuchen, Ihnen zu vermitteln, ist das, so blöd das klingt, des juristischen Stils ein bisschen. Und zwar ist uns klar geworden bei der Korrektur der derzeitigen 5.2, das ist ja die 5, die Sie im Unternehmensrecht zu schreiben haben, also die wird auch über Zivilrecht gehen, das ist der Hauptteil, das ist natürlich das Wichtigste, das Zivilrecht. Und dann wird aber dazu auch noch das Unternehmensrecht kommen. Und in dieser 5 müssen Sie ja auch einen Fall lösen. Merken Sie was? Ja? Also Sie müssen sich auf diese 5 vorbereiten. Weil das, was in der 5 verlangt wird, auch nicht, wer erinnert sich noch an Randziffer 236 aus dem Artmann Rüffler ist, sondern wer kann diesen Fall lösen mit einer ordentlichen juristischen Argumentation? Und wie man eine ordentliche juristische Argumentation entfaltet und wie man die stilistisch darstellt, das ist das zweite Lernziel unserer Veranstaltung hier. Deswegen habe ich mich entschlossen, unserer konkreten Falllösung immer ein, wie soll man sagen, ein Methodenteil voranzustellen, indem ich versuche, ihn aufbauend auf Ihre Einführungsveranstaltung, die Sie ja bereits besucht haben, ein bisschen vertiefend darzustellen, was sozusagen die argumentativen Anforderungen an Sie sind, wenn Sie juristische Fälle lösen, also insbesondere, wie Sie mit Auslegungsmethoden umgehen, wie Sie mit Rechtsfortbildung umgehen, aber schließlich auch, wie sage ich das jetzt eigentlich oder wie schreibe ich das jetzt genau? Ja? Und das ist also ein weiteres Lernziel. Und dann das dritte Lernziel besteht darin, dass wir auch letztlich wiederholen und vertiefen. Also Sie werden merken, dass während wir so unsere Fälle lösen, sich das unternehmensrechtliche Wissen, das Sie bereits angehäuft haben, verfestigt, erweitert, vernetzt. Ja? Es ist also gleichzeitig, wenn Sie so wollen, eine Art Wiederholungs- und Vertiefungsveranstaltung in theoretischer Hinsicht. Deswegen haben wir die Fälle so angelegt, dass die jetzt nicht alle immer das Gleiche aus demselben Gebiet für die ersten beiden Dinge, die ich Ihnen genannt habe, also für das Übertragen theoretischen Wissens auf einen konkreten Fall, und für Methoden- und Stilkunde, dafür könnten wir immer wieder dieselbe Norm prüfen. Verstehen Sie? Mit einem anderen Sachverhalt. Haben wir nicht gemacht. Warum? Weil wir als drittes Ihnen auch noch eine möglichst breite Vertiefung Ihres unternehmensrechtlichen Wissens bieten möchten. Und das sind also die drei Lernziele: Übertragung Theorie in Falllösung, Methode und Stilkunde
Und schließlich drittens Wiederholung und Vertiefung des theoretischen unternehmensrechtlichen Wissens. Gleichzeitig werden wir die Möglichkeit bieten, zwei Klausuren zu schreiben. Diese beiden Klausuren und insbesondere die Zensuren, die Sie dabei bekommen, werden auch ganz maßgeblich sein für die Bewertung, also für die Note, die Sie am Ende dieser Veranstaltung bekommen. Das bedeutet, Sie sollten diese Klausuren unbedingt mitschreiben und sich da möglichst viel Mühe geben. Ja? Sonst würde ich stärkeren Wert auf Mitarbeit legen, ob der Tatsache, dass ich Sie jetzt nicht sehe und dass wir eben in einem anderen Setting sind, kann ich leider Ihre Mitarbeit nicht so bewerten, wie ich eben eine schriftliche Ausarbeitung bewerten kann. Das hat einen Vorteil, weil es deutlich objektiver ist aus meiner Sicht, schriftliche Bewertungen. Es hat allerdings den Nachteil, dass Sie sich natürlich schlechter erklären können. Ich kann Ihnen weniger, wie soll ich sagen, weniger Leine lassen. Wenn Sie einfach eine falsche Lösung abliefern, ist die Lösung falsch. Und wenn eine Lösung falsch ist, dann kann ich Sie noch so sympathisch finden. Ich kann nichts machen. Ich kann das bewerten, was ich habe von Ihnen. Verstehen Sie? Deswegen, also nehmen Sie diese Klausuren ernst. Das ist, wird jetzt alles sein, worauf es ankommt. Ein kleiner Nachtrag. Ich habe gesagt, dass diese Übung insbesondere auch der Vorbereitung von ihrer 5.2 dient. Und das ist auch so. Nur denken Sie ja nicht, dass, was die Modulprüfung angeht, die mündlichen Prüfungen, dass Sie da ohne dieses Methodenwissen und dieses Subsumptionstheorie- und Praxisübertragungswissen auskommen. Das werden Sie nicht. Sie werden Schiffbruch erleiden, wenn Sie nicht auch in der Modulprüfung bereits genau das beherrschen. Warum? Weil ein fieser Modulprüfer, wie ich etwa, selbstverständlich genau das von Ihnen wissen will. Wir sind gelangweilt davon, wenn Sie irgendwelche Randnummern rezitieren können. Sie sind ja kein Papagei. Ja? Aber was wir spannend finden, ist, wenn Sie Ihr erworbenes Wissen auf einen konkreten Fall anwenden können. Okay, schön. Das alles gesagt, hoffe ich, dass Sie die Zeit hatten, also bevor wir sozusagen auf unseren Fall eingehen, also ich hoffe, dass Sie die Zeit hatten, unsere Angabe zum Fall zu lesen. Bevor wir allerdings in die Lösung dieses Falls gehen, möchte ich gerne Ihnen einen kleinen Einschub machen zu Methodenarbeit im JUS. Und zwar ist mir wichtig, dass das, was Sie vielleicht aus Ihrer Einführungsveranstaltung kennen, dass Sie das ernst nehmen, nämlich die Auslegungsmethoden, die juristischen. Ich muss das jetzt leider frontal referieren, weil ich das jetzt nicht mit Ihnen sokratisch erarbeiten kann. Also, die wichtigste Auslegungsmethode, meine Damen und Herren, wenn Sie mit Normen umgehen, die mit Abstand wichtigste, ist der Wortlaut. Was ist so angenehm an dem Wortlaut einer Norm? Naja, Sie müssen nur eine ganz spezielle Kulturtechnik beherrschen, um die Wortlautauslegung vollziehen zu können. Und das ist das Lesen. Ja? Sie müssen wirklich ausschließlich lesen und Deutsch können. Was ist daran so praktisch? Sie brauchen keinen Artmann Rüffler. Sie brauchen auch keinen Krejci. Sie können mit dem Gesetz und der grammatischen Auslegung, also der Wortlautauslegung, können Sie also einen ganz großen Teil der Rechtsfragen, die sich Ihnen im Studium stellen, lösen. Ist so. Ja? Und Sie werden das über die Fälle hinweg, die wir gemeinsam lösen, bemerken, dass diese Wortlautauslegung wirklich extrem mächtig ist. Und es lohnt sich anlässlich dessen auch, sein grammatikalisches Wissen ein bisschen aufzufrischen. Also versuchen Sie, beschreiben zu können, was in einer Norm eigentlich drinsteht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Schlagen Sie mal bitte auf den 143 UGB.
Und schauen Sie sich mal den 143 Absatz 2 UGB an. Da steht, das Gleiche gilt von dem Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft. Wenn Sie das mal grammatisch auslegen, was heißt das Gleiche? Das Gleiche ist offensichtlich ein Rückbezug. Wenn Sie das jetzt systematisch noch, unsere zweite Auslegungsmethode, erstrecken, dann sehen Sie, naja, systematisch kann mit das Gleiche eigentlich nur das gemeint sein, was im vorherigen Absatz steht. Also lesen wir doch den vorherigen Absatz. Da geht es um die Auflösung einer Gesellschaft. Die Auflösung der Gesellschaft ist, wenn sie nicht infolge der Eröffnung des Konkursverfahrens in das Vermögen der Gesellschaft eintritt, lassen wir jetzt mal weg, von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Also wenn wir es reinigen, die Auflösung der Gesellschaft ist, von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Und jetzt steht in Absatz 2, das Gleiche gilt. Jetzt müssen Sie übertragen. Ja? Sie müssen wirklich nur lesen und verstehen. Das Gleiche, also analog, also ebenso zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden, ist das Ausscheiden eines Gesellschafters. Offenbar will das Gesetz, dass Sie zwei Fälle gleich behandeln. Nämlich den Fall, dass eine Gesellschaft ganz aufgelöst wird, dass die ganz weg ist. Und den Fall, dass es eine Gesellschaft gibt, aber aus der Gesellschaft scheidet ein Gesellschafter aus. So, das lässt sich bereits alles nur mit grammatischer Auslegung bewältigen. Gehen wir mal weiter. Das Gleiche gilt von dem Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Problem, das sich in dieser Norm stellt. Und Sie überlegen mal selbst, ob sich das vielleicht auch mit grammatischer Auslegung bewältigen lässt. Sie erinnern sich aus Ihrer Vorlesung oder aus Ihrem Selbststudium, dass es bei diesem Firmenbuch im Wesentlichen drei Formen von Eintragungen gibt. Es gibt die schlicht fakultativen Eintragungen, dann gibt es die konstitutiven Eintragungen und dann gibt es die deklaratorischen Pflichteintragungen. Was ist der Unterschied? Die schlicht fakultative ist, du kannst es eintragen, wenn du Lust hast, kannst es auch lassen. Ja? Das ist sozusagen der unspannende Fall. Und dann gibt es eine ganz wichtige Differenzierung, nämlich die Differenzierung, ob eine Rechtsfolge erst mit der Eintragung eintritt. Das ist die konstitutive Eintragung. Ja, das nennt man in der Sprachphilosophie einen performativen Sprechakt, so wie Simsalabim, ja? Oder was weiß ich, Hokus Pokus Fidibus. Was passiert bei so einem Sprechakt? Dieser Sprechakt schafft seine eigene Realität. Indem etwas gesprochen wird, wird es real. Okay? Nebenbei, das Jus ist voll davon. Hiermit kaufe ich dein Auto. Hiermit erteile ich dir ein Angebot auf Erwerb deines Automobils. Ist so ein performativer Sprechakt. Und es gibt auch performative Eintragungen in das Firmenbuch. Das sind solche Eintragungen, die die eingetragene Tatsache erst herstellen, indem sie eingetragen wird. Kennen Sie ein Beispiel dafür? Ein Beispiel, das zum Beispiel, also was Legion ist, ist, dass unsere OG erst OG wird durch die Eintragung. Mit und durch und in der Eintragung. Ja? Das ist also eine konstitutive Eintragung. Und dann gibt es die Eintragung, die ist deklaratorisch, aber verpflichtend. Das bedeutet, ein Sachverhalt ist bereits konstituiert. Der ist auch bereits rechtsgültig, hat also bereits seine rechtlichen Wirkungen, aber er muss zusätzlich aus Transparenz und was auch immer, aus Publizitätsgründen, zusätzlich auch noch, obwohl er bereits vollständig ist als Rechtssachverhalt, in das Firmenbuch eingetragen werden. Ja? Das sind die deklaratorischen Pflichteintragungen. Und jetzt ist die große Frage, was davon
ist in 143 Absatz 2 beschrieben. Warten Sie mal, ist alles gut? Gibt es ein Problem? Eine Umfrage? Ach ja, wir machen eine Umfrage. Ja, stimmen Sie ab, genau. Ja, wir machen jetzt eine Umfrage. Ich weiß noch nicht genau, wie das läuft, aber Herr Pock weiß das. Und Sie können sich jetzt einbringen. Dieses Eintragen des Ausscheidens eines Gesellschafters, was ist das? A, eine schlicht fakultative, kannst du, musst du aber nicht. Zweitens eine konstitutive, die performativ die eingetragene Tatsache erst herstellt. Oder ist sie deklaratorisch verpflichtend? Genau, stimmen Sie alle ab. Ich sehe schon, dass die Antworten reintrudeln. Bisher haben wir so ca. 17 Abstimmungen. Bitte alle noch fertig machen. Wir machen erst weiter, wenn alle abgestimmt haben. Und die, die jetzt parallel noch Netflix gucken, bitte jetzt ausmachen, Netflix. Und hier. Und ja, die Kurse stürzen ab. Ich gucke auch ständig die Aktienkurse an. Aber nein, wir sind jetzt in der Lehrveranstaltung. Genau. So, jetzt sind wir auf 29 Abstimmungen. Ein paar fehlen noch. Machen Sie noch fertig. Genau, 4 fehlen noch. 4 Kolleginnen und Kollegen. 3 fehlen noch. Wenn Sie gar nicht anders wissen, random klicken einfach. Oder? Okay, na egal. Also ich glaube, es fehlen nicht mehr viele. Ich glaube, ich werde jetzt das veröffentlichen. So, sehen Sie alle. Herr Professor, sehen Sie auch die... Ja, ich sehe den Kasten. Super cool, was Sie da machen, Herr Bock. Aber ich sehe Ich fasse zusammen, konstitutiv sind 35%, deklaratorisch verpflichtend 48% und deklaratorisch nicht verpflichtend 16%. Okay. Jetzt sehen Sie das, also diese Abstimmung ist tatsächlich recht vielsagend, aber wenn Sie jetzt in der Klausur sitzen, das ist der eine Fall, aber wenn Sie bei mir in der Modulprüfung sitzen, ja, dann interessiert mich gar nicht, ob Sie richtig oder falsch liegen. Wissen Sie das? Denn ob Sie richtig oder falsch liegen, dadurch erfahre ich nur, ob Sie in dem Fall den Krejci gelesen haben. Oder beziehungsweise den Arten Rüffler gelesen haben. Ja, das erfahre ich daraus. Finde ich spannend, weil ich sehe, ob Sie Ihr Studium ernst nehmen oder nicht. Aber noch interessanter finde ich, warum haben Sie geantwortet, was Sie geantwortet haben? Und wenn Sie dann mir irgendwas erzählen, wie, naja, weil die Rechtssicherheit oder so, oder irgendwas Blutleeres, da höre ich überhaupt nicht hin. Ich verstehe Sie gar nicht. Warum? Weil ich eigentlich nur Auslegungsmethoden verstehe. Das ist das Einzige, was da reingeht. Auslegungsmethoden. Und dann frage ich Sie, haben Sie auch ein Argument? Und jetzt frage ich Sie, wie lässt sich dieses Problem mit der grammatischen Auslegung bewältigen? Sie können das zum Beispiel in die Kommentarfunktion jetzt einmal reinschreiben, wenn Sie Ideen haben. Ah ja, gute Idee. Zum Beispiel sagt die Frau Marco, dass der Wortlaut von ist anzumelden spricht. So, Frau, Moment, jetzt ist Frau Marco dran. Frau Marco, please elaborate. Ist anzumelden, was schließen Sie daraus? Können Sie das etwas ausführen? Ist anzumelden. Sie tippt. Marco Katharina tippt. Sie könnten Ihre Audio auch freischalten. Ja, ja, ich kann auch das Audio, Frau Marco, wenn Sie wollen, kann ich Ihr Audio freischalten. Also, wenn Ihnen das recht ist. Achso, doch, steht eh schon da. Das ist die Tatsache, dass die Tatsache vorher wirksam wird, aber dennoch nachher anzumelden ist. Ja. Ja. Und zwar gibt dieser nicht satzwertige Infinitiv, das ist anzumelden, ja, formuliert im Deutschen eine Pflicht. Ja, da ist ein Verpflichtungselement drin.
Und zweitens, Frau Marco, zweitens wird ja der Sachverhalt, der anzumelden ist, bereits als vollständig behandelt. Die Auflösung in Absatz 1 und das Ausscheiden existiert und ist anzumelden. Also diese Pflicht anzumelden bezieht sich auf einen bereits vollständigen Rechtstatbestand. Ja? Diese Frage lässt sich also vollständig mit grammatischer Auslegung bewältigen. Vollständig. Wir müssen überhaupt nichts wissen. Gar nichts. Merken Sie das? Und jetzt kann ich Ihnen noch was sagen. Wer das wusste, der konnte in der 5.2 in der letzten wichtige Punkte sammeln. Nur schade, dass viele das nicht getan haben. Viele waren überfordert damit, diese Norm zu lesen und so wie Frau Marco das vorbildlich gemacht hat, einfach zu verstehen. Einfach sich klarzumachen, was wird hier gesagt. Ja? Und ich verstehe Sie ja. Ich weiß genau, wo Sie herkommen, viele von Ihnen. Die Lehrbücher, die Sie lesen, die sind natürlich einfacher geschrieben. Die sind nämlich didaktisch aufbereitet und die sind auch in einem Duktus und in einem, wie soll man sagen, mit einem Sprachgebrauch, der ihnen näher liegt. Ja? Und deswegen hat man die Tendenz, sich solche Texte zu merken, die einem reinlaufen. Das verstehe ich. Dagegen wirkt das irgendwie hölzern, ist anzumelden. Ja? Der Punkt ist nur, der Text, von dem die Entscheidung des Falls abhängt, ist nicht der didaktische Text, sondern der Gesetzestext. Das bedeutet, arbeiten Sie, soweit es irgendwie geht, immer mit dem Gesetzestext. Und ich will Ihnen noch was sagen. Werden Sie misstrauisch gegenüber Ihren Lehrbüchern. Diese Lehrbücher, die vermitteln Ihnen Dinge, als ob sie sozusagen Moses wären, und irgendwie vom Sinai runterkraxeln und haben zwei Tafeln dabei und sagen, Leute, das ist es. Das stimmt nicht. Sondern hinterfragen Sie, wenn Sie etwas in einem Lehrbuch finden, wo steht das? Wie könnte ich diese These des Lehrbuchs oder diese These des OGH, irgendein Entscheid, irgendein Erkenntnis, das Sie lesen, was Sie hoffentlich tun, OGH-Entscheidungen lesen, wie könnte ich das jetzt aus der Norm herleiten? Also mit welcher Methode kommt mein Lehrbuch, kommt der OGH zu der Auslegung, die in dem Lehrbuch wiedergegeben ist? Das ist so ungefähr das Lehrreichste, was Sie für sich tun können. Ja? Wenn Sie einfach ständig diese Verknüpfung selbst schaffen, nebenbei ein wirklich gutes Lehrbuch, würde Ihnen das abnehmen. Das machen aber viele Lehrbücher nicht, weil es einfacher ist, einfach mal abzudiktieren, also das Firmenbuch ist eine wichtige Sache, im Firmenbuch stehen alle möglichen lustigen Dinge drin, zum Beispiel 1, 2, 3, unterscheiden drei Arten von Firmenbucheintragung, Absatz. Streichen Sie das. Es gibt drei wichtige, verstehen Sie? So wird das abdiktiert oder von irgendeinem Assistenten zusammengetragen und das tatsächliche Herleiten unseres kanonischen Rechtswissens aus der Norm ist eigentlich besonders aufwendig. Das kostet Kraft, das kostet Körner. Und genau das verlangen wir von Ihnen. Und eigentlich sollte ein sehr gutes Lehrbuch sollte genau das vorführen. Dann bräuchten aber viele Lehrbücher viel mehr Platz, als Ihnen zur Verfügung steht. Ja, deswegen werden Sie das, also ich weiß das, ich werde jetzt kein Lehrbuch nennen, aber ich weiß das, dass Sie das vermissen in den Lehrbüchern, die Sie normalerweise lesen. Ja? Und das ist also genau die Lücke, die wir versuchen zu schließen. Also das Beispiel, was ich Ihnen jetzt mit 143 Mal gegeben habe für die grammatische Auslegung, das ist gegriffen aus einer 5.2. Genau darauf kam es unter anderem, es kamen andere Probleme vor, aber genau darauf...